Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlogmas-Türchen. Draußen scheint endlich mal wieder die Sonne und ich merke richtig, wie auch die dunklen Wolken in meinem Kopf weg sind und ich mich einfach wieder gut und voller Energie und kreativ und alles fühle. Und ich muss sagen, wenn man so die dunklen Tage kennt, dann wird man irgendwie richtig dankbar für all die hellen Tage, für die schönen Momente im Leben. Und ich bin ja heute mit Christian beispielsweise früh spazieren gegangen, so ein letztes Mal, bevor ich in die Heimat fahre. Und wir hatten so drüber geredet, über unsere Kindheit, und mir sind all die schönen Erinnerungen mit meiner Oma so bewusst geworden, die ja früher einen Bauernhof hatte, und wie das so war mit den ganzen Tieren und wie viel Spaß mir das gemacht hat, einfach so an der frischen Luft zu sein. Und die Sonne hat dabei geschienen, das war immer relativ früh gewesen, also die Sonne ist gerade aufgegangen. Dann haben wir die Enten und Gänse sozusagen rausgebracht ins Freie, haben teilweise noch Futter und Wasser und alles hingestellt, und das war alles so schön gewesen. Es hat mir richtig gut getan, mich daran zu erinnern, und hat mir natürlich auch wieder gezeigt, wie wichtig Dankbarkeit ist, beziehungsweise sich bewusst machen, dass man in diesem Moment lebt. Und wenn man das auf heute so zurückbeträgt, ich habe die letzten Wochen an dieser Wohnung hier gearbeitet. Ich habe jetzt ein eigenes kleines Zuhause, in dem ich mich sehr wohl fühle, wo ich die Miete bezahlen kann, wo ich nicht ständig in Angst leben muss, dass irgendwelche unerwarteten Kosten auf mich zukommen. Ich weiß, dass ich für mich und für Wally sorgen kann. Ich habe jetzt einen kleinen Job. Ich werde irgendwann weiter studieren. Ich bin auf dem besten Weg der Besserung, um mich von meiner Depression und von meinen Altlasten, sage ich jetzt mal, zu befreien. Und gerade fühle ich mich richtig selig. Und ja, das wollte ich euch einfach zu Beginn dieses Videos mal mitteilen. Und gleichzeitig freue ich mich auch heute total darauf, wieder in die Heimat fahren zu können, bei meiner Familie zu sein, aber auch auf dem Dorf, wo einfach alles so frei und leise ist, wo es so unendliche Weiten gibt, wo man durch den Wald spazieren kann, wo Wally auch einfach so sein kann, wie er sein möchte, wo er frei herumlaufen kann, ohne dass irgendein Passant kommt und dich anmeckert, warum dein Hund unbedingt frei rumlaufen muss, was du für eine schlechte Tierhalterin bist. Weil ich mir denke, der Hund macht doch gar nichts, der läuft die ganze Zeit brav neben mir. Aber das sind schon wieder andere Geschichten. Ich möchte heute einfach nicht an das Negative denken, sondern einfach, ja, ich möchte einfach in voller Dankbarkeit für das Leben sozusagen sein, was ich gerade führe und was sich in den letzten Wochen so verändert hat. Ja, und ich würde sagen, jetzt ist es wieder an der Zeit, unser Türchen aufzumachen. Das ist die Nummer 20. Es ist ein bisschen zerbeult. Ich weiß nicht. Ich glaube, das lag daran, dass es im Beutel die ganze Zeit ganz unten lag. Aber wir werden das jetzt mal öffnen und mal sehen, was drin ist. Und uns kommt wieder so eine schöne Schatulle mit Kerzen entgegen. Dieses Mal steht drauf, dass es angeblich nach Magnolie riechen soll. Okay, ich muss ehrlicherweise sagen,
Ich weiß nicht, wie Magnolie riecht. Deswegen könnte es sein, dass es dieses Mal tatsächlich Magnolie ist. Es könnte aber auch jede andere Blumenart sein. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es wieder eine sehr schöne Schatulle. Ich weiß gar nicht, wo ich die alle hinstellen soll. Aber ich werde mir was überlegen. Es ist auf jeden Fall schön genug, damit man das auch irgendwo zeigen möchte. Und hier ist noch eine Karte drin. Die ist leider ganz schön zerknittert. Oh Gott. Jasmin, wie bist du denn darauf gekommen? Oh Mann. Manchmal braucht es eben keine Eier, sondern Eierstöcke, um etwas zu verändern. Oh je. Und jetzt Zitat Nummer 6, wieder mal von Dale Carnegie. Nein, sogar zwei von Dale Carnegie. Es muss dir Vergnügen bereiten, Menschen zu begegnen. Ja, sie hat das hier komisch geschrieben. Wenn du willst, dass diese Menschen gerne in deiner Gesellschaft sind. Was du in anderen Menschen entzünden willst, muss erst in dir selbst brennen. Ja, da hat der Dale Carnegie mal wieder recht. So, und was haben wir hier noch drin? Unsere tägliche Portion Süßigkeiten und unser morgendlicher Tee. Vielen Dank, Jasmin. Und da ich ja weiß, dass Christian jetzt safe für die nächsten Stunden aus dem Haus sein wird, werde ich mich jetzt endlich an seinem Geburtstagsgeschenk machen. Ich habe euch ja schon vor ein paar Tagen erzählt, dass ich gerne was malen möchte und habe es die letzte Zeit nicht gemacht, weil er einfach zu oft hier rumgewirbelt ist und das braucht halt seine Zeit, um das zu malen. Er wollte nichts von mir gekauft haben und meinte, nee, du brauchst mir gar nichts schenken, aber so gar nichts schenken, das passt mit meiner Sprache der Liebe, Sprache der Freundschaft nicht zusammen, weil ich halt ein Mensch bin, der durch Geschenke gerne seine Zuneigung ausdrückt. Und deswegen werde ich ihm jetzt etwas malen. Und ich hoffe, es wird mir gelingen. Ich bin jetzt nicht die beste Künstlerin. Ich habe auch noch nicht viel Erfahrung mit Acryltechnik. Das habe ich mir gerade mal, in der Tagesklinik habe ich mir das gekauft, das Set, und ein bisschen herumgemalt. War nicht so begeistert von den ganzen Werken bisher, aber vielleicht gelingt es mir heute. Ich habe so im Kopf, dass ich Christian einfach gerne was schenken möchte, was ihn so ein bisschen an seine Heimat erinnert. So. Und ich hoffe, es gelingt mir. Ihr werdet es ja auch gleich sehen. Oh Mann, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, es wird schön. Sonst habe ich ein Problem, weil ich ihm das nicht schenken kann, wenn es hässlich aussieht. Ich weiß, man soll sich ja eigentlich nicht selber loben, aber ich muss wirklich sagen, ich bin total positiv überrascht, wie gut dieses Bild doch geworden ist. Ich weiß ja selbst, ich bin kein Profi und ich habe auch noch gar nicht so viel Übung in Acrylmalerei. Also das ist, glaube ich, mein drittes oder viertes Bild, was ich jemals gemalt habe mit Acryl. Und ich muss sagen, ich freue mich nicht mal so unbedingt für mich selbst, dass es so gut gelungen ist, sondern einfach, dass ich ein Geschenk habe, wovon ich selber überzeugt bin, dass es schön ist. Also wenn Christian das nicht will, ich würde es mir auch selber an die Wand hängen, weil ich es einfach gelungen finde. So für meinen Stand des Gönnens finde ich das mega gut gelungen und ich bin einfach so stolz auf mich, dass das so gut geworden ist. Das ist übrigens das Schriftzeichen im Arabischen für Shukran, also für Danke. Das habe ich jetzt vor, noch mit einem Edding so ein bisschen nachzufahren, dass es einfach noch ein bisschen mehr heraussticht. Es muss aber noch trocknen und ja. Ach, schade, dass ich nicht dabei sein kann, wenn Christian dieses Bild zum ersten Mal in den Händen hält. Ich war ja, wie gesagt, heute in die Heimat und Christian, mein Personal Jesus, hat ja erst in ein paar Tagen Geburtstag. Von daher, aber mal sehen. Vielleicht nimmt das er für mich auf. So wie Jasmin es jeden Tag macht mit ihrem Adventskalender. Mal sehen, mal sehen. Acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot?
Es ist jetzt 16.30 Uhr, unsere Koffer sind gepackt und für Wally und mich wird es an der Zeit, uns auf die lange Reise in die Heimat zu machen. Durch meinen Umzug ist es ja jetzt nicht mehr so, dass ich nur noch 4 Stunden fahren muss. Ich muss jetzt 4,5 Stunden fahren. Boah, und ich habe so gar keinen Bock, erst um 21 Uhr wirklich angekommen zu sein. Danach geht wahrscheinlich nichts mehr für heute bei mir, aber naja, dafür bleibe ich ein paar Tage und natürlich freue ich mich auch auf meine Heimat. Boah, um ein Haar hätte ich die letzten verbleibenden Adventskalendertürchen zu Hause vergessen. Gut, dass mir das gerade nochmal eingefallen ist. So ihr Lieben, wir sind angekommen. Es war dieses Mal eine recht entspannte Reise, weil nicht so viele im Zug drin saßen. Und ja, hier sind wir nun in der Heimat. Und ich bin gespannt, was die letzten Tage vom Vlogmas noch so bringen werden. Ich hoffe, ihr werdet auch wieder mit dabei sein. Seid mir nicht böse, dass ich an dieser Stelle jetzt das Video beende, aber ich bin echt müde und muss schlafen. Und Wally ist, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Von daher freue ich mich, wenn wir uns morgen wiedersehen und bis dahin. Bye, bye.